So, hier, jetzt knallt das nämlich. Seht ihr? So läuft das. Machen wir kaputt. Sauber. Ich hab ein Schiff kaputt gemacht. Yeah, yeah, yeah. So, schauen wir mal weiter. Also kein Premium-DLC-Rauschen. Nein. Okay. Nein. Wo ist dein Max Tower? Achso, cool. Ich kann da hinten schon die Jungs sehen. Max Tower fährt hier neben mir, glaube ich. Oder ist das nee, Ballrock? Das dürfte Ballrock sein. Ich komme gerade zu euch rüber. Also ich muss sagen, ich habe ja World of Tanks gespielt, World of Warplanes, hier War Thunder und so weiter. Aber, also das macht schon Spaß. Und mit Schiffen, ja, bin ich ja auch so ein bisschen verbunden jetzt, weil ich ja an der Küste aufgewachsen bin. Achtung, und da crasht gleich einer in dich rein. Ja, das ist schön, dass er das macht. Da werden wir ihn gleich mal wegflacken hier. Was wird das? Was soll das eigentlich von ihm? Ich hätte gern... Vielleicht hätte ich einfach so bleiben sollen. Ein Überholmanöver. Na, das nennt sich jetzt aber eher sehr frech, oder? Oder der ist blind. Das kann natürlich auch sein. Es gibt ja so Leute. Ja, und da hinten sehen wir schon die Gegner. Also ich versuche jetzt natürlich noch ein bisschen was zu erklären. Der Max Tower spielt auch schon ein paar Tage jetzt in der Closed Beta. Mhm. Und ja... Erzähl mal, Max Tower, wie ist es denn so? Ja, also es macht im Großen und Ganzen macht es halt Spaß, aufgrund dessen, dass es halt nicht so ein schnelles Gameplay ist, sondern halt ein bedachtes Taktik-Gameplay. Also du musst nicht nur vorpreschen, sondern du musst halt auch gucken, wie du den Gegner am besten erwischen kannst und dass du nicht sofort eine abkriegst, weil manchmal kann es auch sein, dass halt du nach einem Schuss total kampfunfähig bist. Ja. Und dann ist es vorbei. Und wenn du jetzt aus Entfernung einfach deine Kilometeranzahl, wie deine Geschütze halt schießen, nutzt, auf gewisse Entfernung halt, wenn du jetzt zum Beispiel ein höheres Rank hast, mit einem Battleship der Wyoming-Klasse oder sowas, dann kannst du halt einfach mal 11 Kilometer weit schießen und die anderen können dann vielleicht nur 9 Kilometer schießen, so wie wir es jetzt in der Erik-Klasse haben. Ja. Eines der Anfangsschiffe, dann können wir halt einfach noch nicht so weit schießen. Das sind dann, weiß was ich, 9,8 Kilometer. Ja, ich sehe es schon. Huch, jetzt bin ich ein bisschen doll gedreht. Ja, wenn man so in der Zielansicht ist, dann muss man natürlich auch immer mal auf die Karte gucken, dass man nicht irgendwo gegen eine Insel fährt oder sonst irgendwas. Ne? Also das ist halt schon, muss man schon ein bisschen aufpassen. Mit M haben sie was ganz Schönes eingeführt, und zwar nicht nur eine Map, sondern auch einen Autopiloten. Dort klickst du dann einfach links irgendwo auf die Map. Dort fährt dein Schiff hin, nice. Drückst du Schiff. Dann drückst du Shift, klickst nochmal irgendwo hin und da fährst du dann einfach als nächstes hin. Das ist dann ein Wegpunkt Automatik gedöns. Sehr cool. Okay. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das ist gut, wenn man den Max-Tower dabei hat, der weiß dann immer alles ganz genau. Sehr schön. Und mit Q und E kann man halt sein Ruder dann feststellen auf 1,5 und beziehungsweise auf maximal und mit W nach vorne natürlich. Full Throttle und mit S zurück. Ganz einfach. Mhm. Ja. So. Klugscheißer-Modus offline. So, mehr weiß ich auch nicht von dem Spiel. Ah, ich sehe gerade, da sind zwei Gegner bei uns in der Flaggen-Range. Ich glaube, ich gondel da mal hin. Die wird gerade sogar von uns eingenommen. Wir müssen unsere Flagge selbst einnehmen. Ja, das ist sozusagen dieser Capture the Flag-Modus. Ich kassiere gerade Treffer. Ja, du bist aber auch gleich down. Ja, ich bin ja auch gestrandet, scheiße. Hätte ich mal auf die Kamera geguckt. Fuck it. Das war's. Yep. Treffer. Ja, ich habe auch einen Treffer gelandet. Ich habe ziemlich weit nach hinten gezielt. Ich habe ja sein Ruder und sein Triebwerk beschädigt. Okay. Also es ist auf alle Fälle, sieht es erstmal optisch natürlich schön aus, aber das ist ja jetzt auch keine Kunst. Ne? Also man kennt ja die Konkurrenzprodukte, die sind ja auch alle nicht hässlich. Rein optisch finde ich es halt wirklich sehr, sehr schick gemacht. Und das kann man schon mal ausprobieren. Und ich habe damals zum Beispiel Fluch der Karibik, das erste Spiel Fluch der Karibik gespielt. Und das war eigentlich ganz cool. Da konnte man halt auch mit Segelschiffen allerdings dann so manövrieren und konnte halt dann auch so Seegefechte machen. Das hat hier halt schon so ein bisschen was davon, nur dass es eben modernere Schiffe sind. So, jetzt gucken wir mal hier.
Wir sind jetzt im Cap-Bereich, das ist schon mal ganz gut. Wir können dadurch das Spiel entscheiden. Wir kriegen auch dadurch mehr XP, weil wir natürlich in einer Gefahr sind. Ja. Und ja, da kommt jetzt gleich ein Schiff rum. Das gibt uns der aber auf die Fresse, wenn wir jetzt nicht aufpassen. Nee, wir hauen jetzt das Schiff kaputt, würde ich sagen. Da hinten kommt noch was. Rechts von uns kommt eins an. Ja, ziemlich schnell. Oha, bei mir rasselt's. Von drei Stück jetzt gerade geschossen. Oh je. Weg. Da kommt ein Schlachtschiff rechts von uns. Der haut mir. Ja, ist gut. Ich seh's. Ist halt vorbei. Hab ich nicht aufgepasst. Hilfe. Kann ich dir leider nicht beihelfen. Wieso nicht, Max Tower? Du hast gesagt, ich soll dieses Spiel spielen. Voll gemein von dir. Alles deine Schuld. Nee, Quatsch. Du bist tot. Wenn ich jetzt, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt noch weitere Schiffe hätte, könnte ich dann noch weiter am Kampf teilnehmen, so wie bei World of Tanks? Nee, leider nicht. Okay. Ja, bei World of Tanks war das übrigens auch nicht so. Wenn du tot warst, warst du tot. Dann war das bei War Thunder so, ne? Ja, bei War Thunder genau. War das so, richtig. Wenn ich doch gestrandet bin, warum geht mein Schiff dann unter? Das geht doch gar nicht. Hier, Balrog, was ist hier los? Hast du hier jetzt ein Loch gebuddelt oder was? Ich glaube ja. War jetzt halt nicht so erfolgreich. Dann mache ich hier einfach mal einen Cut und dann in der nächsten Schlacht, wenn ich alle wegknalle, schneide ich einfach dran. Haha. So, ja, weil ich es ja vorhin verkackt habe, dann versuche ich jetzt mal hier ein bisschen zu treffen. Oh. Shit. Da hat's aber richtig gehämmert. Torpedos, dead ahead. Torpedos! Wow. Der hat gesessen. Krass. Komm hier. Nein. Komm. Ich muss doch hier den Zuschauern ein bisschen was zeigen, Mensch. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich krieg gerade zwei Torpedos in den Sack hier. Oh, habe ich ein Glück. Hui, der ist schon kaputt. Okay. So. Hier, jetzt knallt das nämlich. Seht ihr? So läuft das. Machen wir kaputt. Sauber. Ich hab ein Schiff kaputt gemacht. Yeah. So, schauen wir mal weiter. Was ist denn da los? Wo will er denn hin? Er ist ein bisschen weit weg. Oh, da heizen Torpedos, seht ihr? Alter, den hat's erwischt. Krasse Scheiße. Es macht mir echt Spaß. Es macht mir wirklich Spaß. Komm. Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen aufräumen. 1, 2, 3, Leute. So macht man das, damit ihr Bescheid wisst. Da kommen Torpedos. Okay. Ja, ich würde sagen, wir haben gewonnen. Der eine da hinten, der macht es auch nicht mehr fett. Ja, so kann das dann halt auch anders gehen, ne? Also wenn man jetzt nicht direkt irgendwo auf dem Strand auffährt, so wie beim letzten Mal, ne? Ja. Our victory is in sight. Ja, würde ich auch sagen. Our victory is in sight. Das heißt, wir können den Sieg schon sehen. Ich guck mal ein bisschen den Max Tower zu hier. Der ist gerade irgendwie auf Fluchtfahrt. Oh ja, der kriegt auch gut. Ja, du kriegst gerade ja, noch geht's. Ein bisschen Haue, würde ich sagen. Noch geht's, noch. Noch kriege ich Haue, ja. Ja, aber die Schiffe sehen echt schön aus, also das muss man schon sagen. Schöne Details.
Man muss natürlich auch so Schiffe und jawohl, so, das versenkt. Muss man halt auch mögen, ne? Das ist halt auch was anderes, als mit dem Panzer zu fahren. Ist natürlich auch was anderes, als mit so einem Panzer zu fahren. Aber ja, man muss halt schon sehr taktisch vorgehen und es ist sicherlich auch einfach eine Glückssache, dass man die richtige Position zur richtigen Zeit hat. Also wirklich das Anfängerschiff überhaupt der Amerikaner gegen ein Tier 3 Wyoming-Klasse-Schiff angetreten mit über 240 mm Schussgranaten oder Granaten. Und ich habe den trotzdem fertig gemacht aufgrund meiner Manövrierfähigkeit, also meiner Schnelligkeit auch. Und meiner Schussgeschwindigkeit, also alle 6 Sekunden was reinknallen und natürlich durch Hilfe. Ja. Was ich schön finde hier, man sieht jetzt bei Max Tower hier jetzt gerade noch ein Schiff aus unserem Team. Der hat scheinbar das Spiel gestartet, ein Match gesucht und ist dann kacken gegangen oder so. Der geht dann einfach kacken und idelt dann halt rum. Also das kann ich immer nicht verstehen. Auch im Battlefield kenne ich das. Du gehst halt auf den Server und in deinem Team sind dann irgendwelche Leute, die stehen in der Basis rum, sind da gespawnt, aber machen halt nichts. Kann natürlich auch sein, dass sie von Mutti und Fadi zum Armbrot gerufen wurden. Oh, guck mal, jetzt ist er aufgewacht. Das ist ja unglaublich. Fertig mit dem Kacken oder so. Weiß man ja nicht, ne? Ausgeschissen. Ja, ich würde erstmal sagen, ich mache hier einfach erstmal Schluss mit dem Video. Ihr könnt natürlich mir einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mehr von War Thunder, was laber ich? Und wenn ihr mehr von World of Warships sehen wollt, dann gibt's das hier. Dann schreibt mir das in die Kommentare und dann versuche ich mal ein bisschen besser zu sein und vielleicht einfach auch die Maps ein bisschen besser kennenzulernen und das Spiel einfach ein bisschen besser kennenzulernen. Ich denke, wenn man da sich erstmal ein bisschen reingefunden hat, dann klappt das. Ne? Das ist ja so wie in der Alpha eines anderen bekannten kommenden Spiels. Ne? So, ja, das war's erstmal hier von mir. Ich sag danke fürs Zuschauen und natürlich auch danke an Max Tower für die kleine Einleitung und natürlich auch an Balrog hier für die Unterstützung im Kampf und beim Aufgrundlaufen. Kein Problem. Dankeschön. Schön. Das ist auch schön gemacht so, von der Grafik. So mit den Wolken und so. Die Wolken bewegen sich sogar. Ja, das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Ich habe jetzt zum ersten Mal hoch in den Himmel geguckt und die ziehen wirklich sehr schön gemacht, ziehen sie am Himmel da vorbei. Ne? Ja.